Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Chaos. Dein Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Busfahrer Felix. Schicht Nummer 13. 10 Gedecke zum Abräumen dieser liebenswürdige lustig oder wie hat er geheißen? Lustige Feder macht uns hier ganz schön das Leben schwer, weil der hier alles dran setzt, um irgendwie Krach zu machen. Zum Glück sind es jetzt nicht mehr als 10 Gedecke, aber es werden jedes Mal mehr Geräusche und vor allem, er baut uns hier immer wieder irgendwelche Fallen hinein, wie jetzt zum Beispiel, und da läuft das Wasser. Wie jetzt zum Beispiel hier, ah, gehst auf, so, halt, falsche Richtung, so ein Ding, wo er uns in den Weg schmeißt. Hier, solche Chipstüten. Wir müssen schauen, dass wir die Chipstüten auch noch aus dem Weg räumen. Was läuft da jetzt? Ich hätte den Staubsauger eingeschaltet. Komm, gehst du auf. Und jedes Mal, wenn er so dreckig lacht, dann macht er uns wieder, stellt er uns wieder irgendeine Falle. Dieser hinterhältige, lustige Feder. Hallo? Jetzt hat er mir wieder irgendwo eine Falle gestellt. Er wartet schon darauf, dass wir fröhlich reintapsen. Klingt schon wieder das Telefon. Joe Steiner, bist du Felix am Apparat? Was kann ich für Sie tun? Jetzt bin ich reingelaufen und hab's noch vorher gesehen, aber das war jetzt schon zu spät. Kennt ihr das, wenn man ein Ereignis vorausahnt und dann im Kopf noch schnell entscheidet, aber die Nervenbahnen das Signal nicht mehr rechtzeitig übertragen können und dann das Ereignis doch passiert? Genau so war es gerade. Halt, andere Richtung. Macht er mir hier den Eiskühler an. Dass die Dinge immer so laut sein müssen. Aber gut, das müssen sie ja. Denn sonst wäre es nicht halb so lustig. So, 12 bis 15. 12, 13, 14. Ne, 12 bis 14 brauchen wir. Der drüber gelaufen. Halt, dann war es der Staubsauger, der hier läuft. Naja, Staubsauger und Föhn ist nicht immer einfach auseinanderzuhalten. Der legt mir jetzt hundertprozentig wieder irgendwo eine Chipstüte in den Weg. Hey, ihr trinkt mal wieder Kaffee! Aber ich glaube, jetzt haben wir hier alle Geräuschquellen entdeckt. Hat er jede Geräuschquelle mindestens einmal eingeschaltet. Oh, ich habe ganz vergessen. Oh, leck. Nein, oh, ich glaube, ich muss die Folge nochmal machen. Scheiße. Du musst die Nachtschicht wiederholen. Na gut. Game over. Ja, aber wie gesagt, ich habe es vergessen. Ich habe das eine Ding wirklich vergessen. Tja. Passiert, wird halt die Folge ein bisschen länger. Ja, jetzt lach nicht so dreckig. 12 bis 14. Folge 13. Nachtschicht 13, muss ich nochmal wiederholen. Ich hab's schon mal durchgespielt, deshalb ist das komplette Ding voll. Beziehungsweise nicht ganz durchgespielt. Ganz habe ich es nicht geschafft. Habe ich es noch nicht geschafft. So. Also nochmal.
12, 13 und 14. Und da ich die 13 zweimal machen muss, wird jetzt die Folge halt ein bisschen länger. Kommst du her? Wir müssen uns beeilen, dass uns nicht wieder so ein Ei ins Weg liegt. Schalte dir schon mal den Kühlschrank ein. Sehr schön, aber die Lebensmittel müssen jetzt nicht mehr gekühlt werden, denn die sind jetzt im Mülleimer. Hallo, gehst du auf? Die Tür. Jetzt hat er mir schon wieder hier so ein... Aber das essen wir schnell auf. Und damit hat die Sache sich erledigt. Wenn er nicht wieder mitten in der Nacht einfallen würde, staubsaugen zu müssen. Kommst du wieder rein? Jawohl, jetzt hat er mir die Fritteuse wieder eingespaltet. Gehst auf. Hier. So. Aber diesmal habe ich es... Na gut, ich war daneben gestanden, weil sonst wäre ich wieder mitten rein. Und dann hätte es gekracht. Jetzt klingelt das Telefon schon wieder. Was will der denn ständig von uns? Joe Steiner, Busfahrer Felix am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, hier ist der lustige Feder. Ich wollte nur sagen, dass ich wieder ein paar Fallen ausgelegt habe. Ja, das habe ich gehört. Halt, ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ich muss noch die Tische rechtzeitig abräumen. Sonst kriege ich wieder Schimpfe vom Chef. Höchstpersönlich. Und das ist nicht lustig. Wie spät ist es? Kurz vor drei. Okay, schafft man noch rechtzeitig. Du sollst nicht mitten in der Nacht staubsaugen, so lautet das 11. Gebot. Du sollst nicht mitten in der Nacht staubsaugen. Und den grimmigen Häuptling wecken. Jetzt hat der mich schon wieder irgendwo rausgelegt. Ja, hier siehst du, mitten eine Chipstüte in den Weg gelegt. Wieder auf Chipstütenjagd gehen. Bevor hier wieder ein Malheur passiert. Also manche sind wirklich so platziert, dass man da gar nicht anders kann, als einfach drüber zu laufen. Na, ich glaube, wir schlagen uns ganz gut. Halt, hier war ich doch schon. So, und wir haben die Nachtschicht erfolgreich überstanden. Sehr gut. Und jetzt die nächste Folge. Die nächste Schicht, nicht nächste Folge, Quatsch. Na komm. Ich habe mir hier schon wieder ein Ei in den Weg gelegt. Möglichst gut, dass ich drauf laufe. So, noch 8 Sachen. Jetzt klingelt das Telefon schon wieder. Ja? Wieder irgendwo seine typischen Fallen aus. Jetzt hat er mir den Wasserkocher eingeschaltet. Dieser Frechdachs. Oh, ich habe ja noch hier in der Hand. Wäre ich beinahe
beinahe mit dem Tablett wieder rausgelaufen. Aufpassen. Lecker. Ich würde nicht. Jetzt faxt mir wieder jemand was. Oder geht hier jemand heimlich ins Internet? Mich würde mal interessieren, damals gab es ja noch diese Datasetten. Wenn man die in einen normalen Kassettenspieler gelegt hat, hat man dann auch diese Modemtöne gehört. Und Faxgerätetöne? Und vor allem, das nächste ist ja, warum kann man die Faxgerätetöne überhaupt hören? Warum läuft das nicht voll elektronisch? Also, ich meine, die Übertragung. Warum kann man die Dinger hören? Jetzt trinkt der schon wieder einen Kaffee mitten in der Nacht. Wer trinkt denn mitten in der Nacht einen Kaffee? Da gab es doch mal eine Folge von SpongeBob. 24 Stunden am Tag geöffnet, bitte. Wir wischen nachts und reine Krabbenburger. Nächste Szene. Patrick Star liegt im Bett, der Wecker klingelt um 3 Uhr nachts. Krabbenburger. Er greift neben sich und isst den Krabbenburger. Das Telefon klingelt. Ja? Ja? Aua. Klingel mir nicht so laut ins Ohr. Ups. Wieder beinahe draufgetreten. Wow. Direkt eine Chipstüte vor die Tür gelegt. Jetzt ist schon wieder dieser Klingel. Hallo, ich. So. Das war's dann wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann schaut einfach mal rein in meinen Kanal, ob ihr was findet in der entsprechenden Playlist. Und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal und schaltet auch die Glocke dazu ein. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Busfahrer. Ich warte noch, bis die Zeit umgelaufen ist. Und dann wird die Folge beendet. So. Lach nicht so dreckig, du hast schon wieder irgendwo eine Chipstüte fallen lassen.